Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem weiteren Video meiner kleinen Videoreihe Rasenpflege für Rasenfreaks. Ein Rasenfreak will's wissen. Heute habe ich ein ganz besonderes Thema für euch mitgebracht, nämlich das Thema Gräser. Ich mache endlich das Thema Gräser. Und ich habe da wirklich sehr viel Arbeit reingesteckt, denn ich habe die ultimative Tabelle entwickelt. Und nicht nur das, ich habe eine Methode, ja, entwickelt hört sich jetzt blöd an, aber ich habe mir eine Methode überlegt, wie ich die Eigenschaften von Gräsern besonders gut darstellen kann, glaube ich. Und von daher, ja, steigen wir jetzt mal ein in das Thema. Und heute, wie gesagt, Gräser, Eigenschaften und Ansprüche. Gehen wir nochmal ganz kurz auf die Systematik ein. Ja, wichtig ist hier vor allen Dingen, dass es hier verschiedene Gattungen gibt. Es nämlich gibt tatsächlich nur vier wichtige Gattungen für uns, für die Rasenfreaks, für Rasenflächen, die wir haben wollen. Und zwar, das ist die Lolium, Weidelgräser, die Poa, die Rispengräser, die Agrostis, die Straußgräser und die Festuca, die Schwingelgräser. Und die Arten heißen immer dann Lolium perenne oder Poa annua und so weiter. Und die Sorten, über die reden wir heute nicht, die Sorten sind dann irgendwelche schönen Namen, die sich die Züchter ausgedacht haben. Ja, was ich euch heute nochmal hier ausgiebig zeigen muss und möchte, ist, was sind eigentlich die wichtigen Gräser für unsere Rasenflächen? Ich habe die jetzt mal hier sortiert nach Agrostis und so weiter. Es gibt von den Agrostis, von den Straußgräsern, gibt es zwei sehr wichtige Gräser. Einmal die Agrostis capillaris, die hieß mal tatsächlich früher Agrostis tenuis. Und das ist das rote Straußgras. Ich kürze sie auch dann alle später ab. Ich hoffe, ihr kommt da auch dann irgendwann mit klar. Also Agrostis capillaris AC, Agrostis stolonifera ist die AS, das Flechtstraugras, hat jetzt tatsächlich auch eine neue Bezeichnung bekommen. Weißes Straußgras, ja, das sind so die Fachleute, die sich sowas ausdenken. Ja, dann haben wir die Festuca-Arten. Festuca arundina oder arundinacea, der Rohrschwingel. Die Festuca ovina, der Schafschwingel, Festuca rupra commutata, der Horstrotschwingel, Festuca rupra ist immer der Rotschwingel und die Unterart rupra rupra ist hier der Ausläufer-Rotschwingel und die Festuca rupra trichophylla ist der Kurzausläufer-Rotschwingel. Die haben jetzt auch schon neue lateinische Namen bekommen, das lasse ich jetzt hier mal weg. Dann haben wir die Lolium perenne. Von der Lolium gibt es nur eine wirklich interessante Gräserart, die wir hier besprechen sollten, nämlich das deutsche Weidelgras. Heißt jetzt übrigens neu auch ausdauerndes Weidelgras. Und dann haben wir die Poa-Arten. Vier wichtige Poa-Arten. Die Poa annua, wer kennt sie nicht? Die einjährige Rispe, die Poa pratensis, die Wiesenrispe. Die Poa supina, die Lägerrispe und das zweite Ungras, die Poa trivialis, die gemeine Rispe. Das sind die wichtigen Gräser, mit denen wir uns beschäftigen. Und jetzt gehen wir erst einmal auf die Wuchsformen. Ja, es gibt nämlich tatsächlich drei verschiedene Wuchsformen. Und die habe ich hier mal für euch zusammengestellt, nämlich die unterirdische, ausläuferbildende Wuchsform, ich habe erstmal selber gemalt. Also hier ist so das Gras oben, hier ist die Erde und da sind die Wurzeln. Und die unterirdischen Ausläufer heißen Rhizome. Das sind also hier solche Sprossausläufer, aus denen dann die weiteren Sprosse nach oben sprießen. Aber wie gesagt, unterirdisch. Demgegenüber gibt es die oberirdischen Ausläufer und das sind Stolonen, die laufen halt oberhalb des Bodens auseinander. Ne? Das heißt, die Pflanze verbreitet sich. Also beide Arten verbreiten sich, einmal unterirdisch, einmal oberirdisch. Und das dritte sind die Horste, die horstbildenden Gräser. Die haben halt eben nur ein Wurzelbüschel und dementsprechend nach oben nur ein Grasbüschel. Die breiten sich nicht weiter aus. Und welche Gräserarten gehören jetzt eigentlich dazu? Die habe ich mal hier aufgelistet. Für die Horstbildenden ganz vorneweg ist das die Lolium perenne. Es gibt jetzt schon erste Züchtungen von der Lolium perenne, die auch so kurze Ausläufer
bildet. Die Festuca rubra commutata, commutata heißt eben in diesem Fall auch horstbildend, die Festuca arundinacea, der Rohrspengel, Festuca ovina und die Poa annua, ist das tatsächlich auch ein horstbildendes Gras. Demgegenüber, die oberirdisch ausläuferbildenden Gräser sind vor allem der Grosse stolonifera, die Poa supina, die Poa trivialis und die unterirdisch ausläufenden Gräser, allen voran die Poa pratensis, das wichtigste Gras mit unterirdischen Ausläufern, dann die Festuca rubra trichophylla mit kurzen Ausläufern und die Festuca rubra mit langen Ausläufern und die Agrostis capillaris. So kann man jetzt ein bisschen sortieren und das deutet auch so ein bisschen schon darauf hin, was diese Gräser können und was sie vielleicht nicht so gut können. Und jetzt kommt sie, jetzt kommt die Tabelle, auf die ihr vielleicht schon lange gewartet habt, die ich wirklich mit viel Mühe erstellt habe. Ich habe also echt eine Menge recherchiert, ich habe meine ganzen Greenkeeping-Unterlagen durchgewühlt und habe, ich nenne sie jetzt mal die ultimative, ne, der Hulk hier, die ultimative Tabelle erstellt. Ja, ganz vorneweg natürlich die Grasart. Damit ihr das jetzt nochmal nachlesen könnt, habe ich hier unten nochmal klein die Grasarten hier aufgeschrieben. Also Lolium paeane, Poa pratensis, Festuca rubra und so weiter. Und jetzt gehen wir Schritt für Schritt die Eigenschaften durch. Fangen wir an mit der Tiefschnittverträglichkeit. Das finde ich einfach ein sehr interessantes Thema, deswegen fangen wir da mal an. Und ich habe jetzt hier eine Farblehre eingeführt. Und zwar die wichtigen Gräser, also die im positiven Sinne natürlich wichtigen Gräser, habe ich grün markiert. Die Ungräser, Poa annua, Poa trivialis, rot markiert. Und die Festuca ovina, die eigentlich nicht so wirklich wichtig ist für uns, die eher so in Ruffs, in eher Wiesen vorkommt, habe ich mal gelb gemacht. Und genauso hier jetzt bei der Tabelle. Also alles, was gut ist, was ganz top of the line ist, Tiefschnittverträglichkeit, Agrostis, Stolonifera und Poa annua, ist grün. Und was diese Sache nicht oder überhaupt nicht gut kann, ist rot. Also hier die Festuca ovina, kann also Tiefschnitt gar nicht ab. Und die anderen liegen halt entsprechend so dazwischen. Genau, gehen wir weiter. Schattenverträglichkeit. Ne, also einmal ne, Stress, kurz gemäht. Zweiter Stress, Schatten. Da ist tatsächlich die Lolium paeane und die Agrostis capillaris nicht besonders gut. Also die mögen überhaupt keinen Schatten. Gräser mögen eigentlich grundsätzlich überhaupt keinen Schatten. Das sind sonnenhungrige Pflanzen, die Gräser. Die einzige Pflanze, die wirklich gut schattenverträglich ist und die da auch wirklich dominiert, ist die Poa supina. Deswegen hier 2+. Die kann das als einzige wirklich gut. Die Festuca arundinacea oder arundinacea, ich weiß noch nicht, woran man es ausspricht, die ist auch relativ gut schattenverträglich. So, jetzt kommen die beiden allerwichtigsten Eigenschaften, nämlich der Wasserbedarf und, ich mache es gleich zusammen, der Nährstoffbedarf. Ja, und wenn man sich das hier mal anguckt, dann wird schon einiges klar. Ja, wer braucht besonders viel Wasser? Die Poa annua. Die Poa supina braucht auch sehr viel Wasser. Und die Poa trivialis auch. Warum brauchen die viel Wasser? Weil die alle nur ganz, ganz kurze Wurzeln haben. Die Wurzeln nur an der Oberfläche, gehen nicht wirklich tief. Und deswegen brauchen die immer Beregnung, immer Bewässerung, weil sie sich nicht das Wasser unten aus dem Boden holen können. Ganz im Gegensatz dazu, die Festuca arundinacea, die hat, wenn der Boden natürlich dafür auch geeignet ist, die hat die längsten Wurzeln. Die Festuca arundinacea kann sich das Gras unten aus der Tiefe holen und deswegen ja, überlebt die bei Trockenstress sehr, sehr lange. Die Festuca rubra ist auch relativ trockenstressverträglich. Die Poa pratensis, die ist tatsächlich vielleicht fast so gut wie die Festuca rubra. Da gibt es ganz neue Untersuchungen. Ich habe jetzt mal das Bild hier so übernommen, was ich in der Literatur gefunden habe. Also, großer Wasserbedarf, die Poa-Sorten, vor allen Dingen die Poa annua und die Poa supina. Und wenig Wasser, weil sie eben tief wurzelt, die Festuca arundinacea und auch die Festuca rubra Arten oder Unterarten, die es da noch gibt. Die sind auch noch ein bisschen unterschiedlich, das habe ich jetzt hier nicht unterschieden. Nährstoffbedarf,
Der Grostes Stolonifera braucht sehr viel Nährstoffe, die Poa braucht Nährstoffe, die Poa Annua braucht Nährstoffe, die Poa Supina braucht Nährstoffe, die Poa Trivialis hungert auch nach Nährstoffen. Das einzige Gras, was wenig Nährstoffe braucht, ist die Festuca rubra. Und da sieht man schon, worauf das hinausläuft. Aber da kommen wir später zu. Ja, nächste Eigenschaft, Färbung, Grünfärbung. Wir wollen vielleicht wollt ihr auch nicht. Ich will auf jeden Fall einen schönen dunkelgrünen Rasen haben. Und da stechen die Poa pratensis, die Festuca rubra und die Festuca rundinacea deutlich hervor. Das hängt natürlich auch ein bisschen so von den Züchtungen, von den Sorten ab. Auch bei der Lolium gibt es schon schöne dunkle Grassorten. Im Gegensatz dazu, die Poa Annua und die Poa Supina sind eben hellgrüne Gräser. Da kann man sich über den Geschmack jetzt streiten. Was findet man schön, was findet man nicht schön? Ich sag mal, eine hellgrüne, dichte Rasenfläche ist auch schön. Aber es kommt auf an, was man will. Ja, und die anderen liegen ein bisschen dazwischen. Dann die Krankheitsanfälligkeit. Da ist vor allen Dingen zu nennen die Agrostis stolonifera. Die ist aber auch deswegen besonders krankheitsanfällig, weil sie natürlich immer extrem kurz geschnitten wird. Aber das ist grundsätzlich ein sehr empfindliches Gras. Genauso interessanterweise die Lolium perenne ist sehr krankheitsanfällig und die Poa Annua tatsächlich auch. Das ist eine Sache, die wir später auch nochmal in einem Video genauer betrachten werden. Krankheiten, welche Krankheiten gibt es? Welche Pflanzen sind besonders anfällig bei welcher Krankheit? Das machen wir auch nochmal extra, will ich jetzt hier nicht vertiefen. Kommen wir zum nächsten, kommen wir zum pH-Wert. Geht jetzt vielleicht ein bisschen durcheinander, aber das ist so die Reihenfolge, die ich mir mal überlegt habe. Interessant beim pH-Wert, jetzt hier keine, ja doch auch eine Benotung, aber eben immer die Zahlen eingetragen. Auch das ist so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Da gibt es auch unterschiedliche Aussagen in der Literatur, wie bei welchem pH-Wert jetzt welche Grasart am besten wächst. Was richtig ist, ist, dass es eben Gräser gibt, die im Bereich um die 6 bis 6,5 besonders gut wachsen. Und es gibt Gräser, die kommen auch mit einem niedrigen pH-Wert aus, also mit einem sauren Boden klar. Und das ist zum Beispiel die Festuca rubra, aber auch die Agrostis capillaris oder die Festuca ovina. Also das ist genau der Punkt, wenn man natürlich einen bestimmten Boden hat, komme ich auch noch mal zu einem Video, und einen bestimmten H-Wert, dann wachsen eben manche Gräser besser als andere. Und das kann unter anderem auch an dem pH-Wert liegen. Ja, Filzbildung. Filzbildung, ich muss schon was trinken hier. Filzbildung ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema. Da sind alle Gräser, die oberirdische Ausläufer bilden, besonders kritisch, also die Agrostis stolonifera, dann hier die Poa trivialis, die Poa supina habe ich jetzt mal ein bisschen besser bewertet, weil ich sie persönlich nicht kenne und weil mir auch doch des Öfteren schon gesagt wurde, dass die Filzbildung bei der Poa supina nicht ganz so kritisch ist. Nehmt es mal so hin. Wir werden sicherlich noch ausführlich über diese Tabelle diskutieren, denke ich. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen und auch vielleicht muss ich an der einen oder anderen Stelle mich korrigieren. Das kann sein, da gibt es halt eben, ja, vielleicht auch neuere Erkenntnisse. Das ist das, was ich gefunden habe. Nehmt es mal so hin. Und die Lolium eben wegen ihrer horstbildenden Art ist eigentlich überhaupt nicht filzbildend. Und die Festuca ist besonders filzbildend, weil sie ein Lignin, also einen holzartigen Stoff in ihren Gräsern drin hat und der sich sehr schlecht zersetzt. Und wenn man das Gras schneidet und die Gräser fallen auf den Boden, dann werden die halt von den Mikroorganismen nicht gut zersetzt. Und deswegen neigt die Festuca rubra auch sehr zur Filzbildung. Trittfestigkeit, jetzt geht es um die Belastung. Es gibt noch zwei Belastungsgruppen. Ich kann mir gleich beide aufblättern hier. Einmal trittfest und scherfest. Trittfest heißt wirklich drauftreten, also betreten. Und scher heißt wirklich, sagen wir mal, so rübergrätschen, wie beim Fußball mit den Stollen. Also wenn man wirklich so an den Gräsern reißt, sie rausziehen will, dann
ja, ist das scherfest. Und da reagieren tatsächlich die Gräser durchaus unterschiedlich. Besonders trittfest, sie liebt den Tritt, ist die Lolium paeana. Auch die Poanua, deswegen ist sie ja überall da, wo sonst kein Gras mehr ist, liebt den Tritt. Und die Poa supina ist auch sehr, sehr trittfest. Ganz im Gegensatz dazu sind hier die Poa supina und die Poanua überhaupt nicht trittfest, überhaupt nicht scherfest, Entschuldigung, habe ich versprochen. Und die Poa pratensis dagegen ist sehr scherfest. Das liegt wiederum an den unterirdisch Ausläufer bildenden Trieben, die dafür sorgen, dass das Gras, die Poa pratensis, sich sehr gut im Boden verkrallt und dadurch nicht so gut rausgerissen werden kann. Kommen wir zum vorletzten Punkt, Wettbewerb. Was heißt Wettbewerb? Wettbewerb heißt, wie gut kann sich diese Pflanze gegen andere Gräser durchsetzen? Und da habe ich tatsächlich mal so ein Wechselbild bei zwei Gräsern eingetragen. Man kann das nämlich auf der einen Seite sehr gut finden. Jetzt ist mein Akku alle. Akku alle! So, lieber Rahmenfüchs, weiter geht's. Meine Kamera ist gerade abgebrannt. Ja, ich habe die Canon R6 und die wird einfach nach einer halben Stunde so heiß, dass sie dann irgendwann aussteigt. Ich hoffe, sie hält jetzt für den Rest des Videos durch. Machen wir weiter. Also, ich habe hier tatsächlich das erste Mal zwei Felder eingetragen, wo man das schwarz oder weiß oder grün oder rot sehen kann. Diese Eigenschaft Wettbewerb, was heißt das überhaupt? Das heißt, ja, Durchsetzungsvermögen, Konkurrenzkraft, stärker sein als der andere. Und das ist zum Beispiel der Augrostis stolonifera auf Golfplatzgrün, eine sehr, sehr positive Eigenschaft. Die setzt sich aufgrund ihrer oberirdischen Ausläufer, setzt sie sich gut gegen andere Gräser durch, dominiert da. Aber in unseren Privatgärten, auf unseren privaten Rasenflächen bei höheren Schnitt, bei größeren Schnitthöhen ist das Gras eine Katastrophe. Ich habe es ja hier in meiner Rasenfläche drin. Und deswegen kann man das eben je nach Einsatzbereich positiv oder negativ sehen. Genauso die Poa supina, die ist ein sehr, sehr durchsetzungsstarkes Gras, das auch auf der Rasenfläche dominiert, wenn man das will. Wenn man die Poa supina loswerden will, hat man ein Riesenproblem, genau wie bei der Augrostis stolonifera, weil man sie nicht mehr los wird. Am allerschlimmsten ist die Poa trivialis. Wenn man die einmal in der Rasenfläche drin hat, dann hat man verloren. Genau. Also, da muss man alles rausreißen. Von daher kann man das hier eben auch aus zwei Richtungen sehen, so sagt man besser. Auch die Lolium paeana ist sehr wettbewerbsstark, weil sie so schnell keimt, weil sie schneller ist als alle anderen Gräser. Die keimt innerhalb von 5 bis 7 Tagen, während die anderen Gräser noch im Boden schlafen, und setzt sich dadurch sehr gut durch. Wenn man die also kontinuierlich nachsieht, ist das ein sehr durchsetzungsstarkes Gras aufgrund der Pflege. Und als letztes Gras ist auch die Festuca arundinacea relativ durchsetzungsstark. Das kenne ich tatsächlich selber nicht, das Gras, aber das soll also auch sich gut behaupten können. Hat aber eine ganz besonders negative Eigenschaft. Und zwar ist das die Blattbreite. Letzte Kategorie, letzte Eigenschaft, die Blattbreite. Es gibt halt eben sehr feinblättrige Gräser, die wirklich fein sind wie ein Haar fast. Und es gibt sehr breitblättrige Gräser, die können bis zu 12 mm breit sein. Hier fehlt noch die Millimeterangabe. Also das ist Wahnsinn, was für einen Unterschied es da gibt. Und da ist die Festuca arundinacea halt eben besonders breitblättrig und die Festuca rubra ist besonders feinblättrig. Die Festuca uvina ist auch feinblättrig, aber spielt eben in unseren Rasenflächen nicht so die Rolle. Deswegen habe ich sie hier nicht markiert. Und alle anderen liegen dazwischen. Das ist allerdings aber auch sehr stark züchtungsabhängig. Also da suchen die Züchter natürlich schon Gräserarten, die denn vielleicht ein bisschen schmal oder breiter sind. Ich habe mir sagen lassen, dass es von der Lolium paeana schon sehr feinblättrige Sorten gibt. Und von daher kann man das auch wiederum nicht so pauschal hier sagen. Ich habe versucht, da die Sache möglichst korrekt hier einzutragen. Aber
da kann mir auch irgendwo noch ein Fehler unterlaufen sein. Ja, soweit meine Monster-Tabelle. Hulk ist auch ein Monster. Deswegen habe ich ihn hier hingestellt. Und jetzt habe ich noch ein besonderes Schmackel für euch. Wenn ihr noch Lust habt, wenn ihr noch dranbleiben wollt, habe ich jetzt mir noch mal überlegt, wie kann ich eigentlich besser die verschiedenen Eigenschaften, beziehungsweise besser gesagt die verschiedenen Grasarten in eine Beziehung setzen. Und dazu habe ich tatsächlich ein 3D-Diagramm entwickelt. Einmal zu den wichtigsten Eigenschaften, nämlich Stickstoffbedarf, Trockenheitstoleranz, ich habe es ein bisschen anders genannt, und Tiefschnittverträglichkeit. Und zu den besonderen Eigenschaften, aus meiner Sicht besonderen Eigenschaften, Belastbarkeit, Blattbreite und Grünfärbung. Und ich sehe, meine Kamera, die meckert schon wieder. Da bin ich wieder. Falsche Kamera. Ja, jetzt steigen wir mal um auf das andere Programm. Und zwar schalte ich jetzt mal um auf das Programm und mache das auch nochmal groß. Genau, ich hoffe, ihr seht das jetzt. Ja, das ist das CAD-Programm SketchUp. Ein sehr, sehr cooles Programm, mit dem man also auch richtig schöne 3D-Konstruktionen machen kann. Ich habe das Programm jetzt mal vergewaltigt für eine Gräserdarstellung in 3D. Und zwar habe ich Folgendes gemacht. Ich hoffe, euch wird jetzt nicht schlecht. Habe ich jetzt hier so einen Würfel erstellt. Ein Würfel, und da habe ich die drei wesentlichen Eigenschaften: Stickstoffbedarf, Trockenheitstoleranz und Tiefschnittverträglichkeit hier mal so aufgebaut. Das heißt, wenn man, ne, der Pfeil geht nach oben, also der Stickstoffbedarf nimmt nach oben hinzu. Die Trockenheitstoleranz nimmt nach rechts zu. Also je weiter rechts ein Gras ist, desto trockenheitstoleranter ist es. Und, ups, das war falsch. Und die Tiefschnittverträglichkeit nimmt nach hinten zu. So, und jetzt habe ich hier mal unsere Gräser auf dem Tablett aufgelistet oder eingesammelt. Die Festuca ovina, die ist mal ein bisschen außen vor. Und jetzt fangen wir mal ganz einfach an. Jetzt nehmen wir uns mal irgendein Gras, irgendein beliebtes Gras, die Lolium perenne. Und die sortieren wir jetzt mal ein. Und jetzt muss ich hier mal das Tool wechseln. Jetzt kann ich mir die Lolium perenne mal nehmen. Und jetzt sortieren wir die jetzt hier in diesem Diagramm ein. So, was braucht die Lolium für Stickstoff? Haben wir gelernt, die Lolium benötigt... Jetzt komm her, jetzt macht das auch. Die Lolium benötigt einen relativ hohen Stickstoffbedarf. Anders gesagt, die Lolium hat einen relativ hohen Stickstoffbedarf. Sie ist ja so mittelmäßig tiefschnittverträglich, also hier so in der Mitte, wenn man jetzt in die Tiefe reingeht. Und sie hat, komm, bleibt da so. Und sie hat eine, ja, ich sag mal, eine relativ gute Trockenheitstoleranz, weil sie relativ schnell wieder grün wird nach einer Trockenheit. Also schwebt jetzt die Poa Annua-Kugel jetzt hier so ungefähr in der 3D-Darstellung. Und jetzt kann man sehr schön andere Gräser mit der habe ich Poa Annua gesagt, mit der Lolium perenne. Jetzt vergleichen. Nehmen wir die Poa Annua. Die Poa Annua, das Extrema, die hat einen extrem hohen Stickstoffbedarf, also ganz oben. Da. So, die ist extrem triebschnittverträglich und sie mag überhaupt keine Trockenheit. Das heißt, die Poa Annua sitzt tatsächlich da. Ne, hat hohen Stickstoffbedarf, hat eine ganz geringe Trockenheitstoleranz und ist aber extrem triebschnittverträglich. So, was haben wir jetzt hier noch? Nehmen wir mal was anderes. Nehmen wir jetzt mal, die Poa Supina von mir aus. Genau, nehmen wir mal die Poa Supina. Die hat auch einen sehr hohen Stickstoffbedarf. Vielleicht nicht ganz so hoch, wäre auch ziemlich hoch. Und ist auch nicht besonders
trockenheitstolerant und ist aber auch, na komm her, da muss er erstmal hin. Ja, manchmal klappt das hier so ganz gut. Und ist also auch relativ tiefschnittverträglich. Also ungefähr liegt die ganz in der Nähe von der Poa Annua. Und wir kommen gleich noch zum zweiten Diagramm. Da sieht man noch mehr, dass sie natürlich auch sehr ähnlich sind in der Farbe. So, jetzt nehmen wir mal aber ein ganz anderes Gras, ein extremes Gras, und zwar die Festuca rubra. Die Festuca rubra, haben wir gelernt, braucht überhaupt keine Nährstoffe. Sie ist aber auch sehr tiefschnittverträglich. So, und sie ist sehr trockenheitstolerant. Die ist da unten. Die ist da unten, ne? Braucht kaum Stickstoff, ist sehr tiefschnittsverträglich und hat eine hohe Trockenheitstoleranz. Und jetzt kann man so ein bisschen erahnen, warum dieses Gras, die Festuca rubra, ja, im Wettbewerb zur Poa Annua sehr, sehr, sehr interessant ist. Und das ist das Thema der Disturbance-Theorie. Das mache ich jetzt demnächst noch in einem anderen Video. Und da gehen wir noch mal ein bisschen tiefer drauf ein. Ja, so, nächstes Gras. Was nehmen wir noch? Die Festuca arundinacea, ja, die ist auch klasse. Die braucht, so hat mittleren Stickstoffbedarf, also nicht so hoch. Hat auch eine hohe Trockenheitstoleranz. Huch. Komm her. Ja, Mama muss ich, will er die Kugel drehen. Das ist halt dem Programm geschuldet. Und hat eine hohe Trockenheitstoleranz und ist auch, ja, hat so eine mittlere Tiefschnittverträglichkeit. Also liegt so ungefähr hier. Ne? Also auch so in dem rechten Bereich. Hohe Trockenheitstoleranz aufgrund der Wurzel und tiefschnittverträglich so ein bisschen in der Mitte. So, und das ist für mich jetzt eine sehr, sehr schöne Sache, um mal die Gräser zu vergleichen. Jetzt machen wir nochmal das zweite. Ich will das heute auch nicht vertiefen. Ihr müsst mir mal sagen, wie ihr das findet, ob wir das vielleicht mal ein bisschen ausführlicher machen sollen. Und vielleicht irgendwie, vielleicht machen wir auch mal eine Diskussion anhand dieses Programmes, dieser Darstellung, warum der eine das Gras gut findet und der andere das andere Gras gut findet. So, jetzt wechsle ich nochmal. Und das ist jetzt das zweite Diagramm, und zwar die besonderen Eigenschaften, habe ich das genannt. Und zwar die Belastbarkeit, also ne, Tritt- und Scherfestigkeit, die Blattbreite und die Grünfärbung. Und jetzt haben wir wieder die gleichen Gräser hier. Gut, die Festuca uvina, die wollten wir mal rausschmeißen. Nehmen wir mal sie raus. Fangen wir wieder mit der Lolium perenne an. Die hat, die Lolium perenne, ja, die ist relativ belastbar, ne, weil sie sehr trittfest ist, hat, legen wir das mal dahin, hat eine mittlere Blattbreite, nicht ganz so feinblättrig, und von der Grünfärbung, ja, ist sie schon nicht schlecht. Also liegt sie ungefähr da. Na, hier. Belastbarkeit ist relativ hoch. Blattbreite so mittel. Und Grünfärbung auch so, ja, so ein bisschen mehr über die Mitte. Die Grünfärbung. Jetzt nehmen wir die Festuca rubra, weil die eben extrem anders ist. Die Festuca rubra, nein, die will ich haben, ist überhaupt nicht belastbar. Die Festuca rubra mag keinen Tritt, mag keinen Stress, also ist hier ganz unten. Die ist aber richtig schön grün. Und sie ist, also Blattbreite hätte ich noch sagen müssen, also links ist ganz feines Blatt und rechts ist ganz grobes Blatt. Also die liegt tatsächlich da unten in der Ecke. Da unten in der Ecke, ne, sehr grün, dunkelgrün, überhaupt nicht belastbar. Und ein sehr, sehr feines Blatt, ne? Fein zu grob. Ne? Lolium perenne, ja, die kann man vielleicht ein bisschen rüberschieben. So, und dagegen nehme ich jetzt, weil nämlich genau das ist das Thema der Stunde in nächster Zeit, die Poa Annua, da ist sie. So, und die Poa Annua ist sehr wohl hoch belastbar. Die Poa Annua ist aber relativ breitblättrig
Und die Pua Anua ist hellgrün. So. Machen wir sie mal. Nee, ups, nicht das will ich nicht wegschieben, sondern das. Kann die alles verschieben. Genau, das heißt, wenn man sich die Blattbreite anguckt, die Belastbarkeit anguckt und die Grünfärbung anguckt, dann liegt die Pua Anua diagonal auf der anderen Seite zur Festuca rubra. Und das macht die ganze Geschichte so unglaublich interessant. Jetzt nehmen wir auch mal hier die Pua Pratensis dazu. Die ist auch sehr, sehr grün, hat auch eine hohe Grünfärbung, ist relativ breitblättrig, also liegt irgendwo hier. Und von der Belastbarkeit ist sie gut. Also die ist auch relativ hoch von der Belastbarkeit. Ich will sie jetzt, ups, nein, komm her, da, so. Also dunkelgrün, relativ breites Blatt und auch sehr gut belastbar. So, und so kann man sich aus meiner Sicht sehr schön die Eigenschaften dieser Gräser mal vor Augen führen. Nehmen wir mal die Festuca Rundinacea, die ist auch ordentlich belastbar, hat ein ganz, ganz extrem breites Blatt und ist grün. Die ist noch weiter hier oben in der Ecke als die, ups, nee, den nicht den, als die Pua Anua, Pua Pratensis. Die sitzt da oben, sehr breites Blatt. Eigentlich muss man sie ganz nach außen schieben. Auch sehr, sehr grün und relativ gut belastbar. Aber, tja, kann man nehmen. Kann man natürlich gut mit leben, wenn man das breite Blatt der Festuca Rundinacea wirklich mag. Ich hoffe, ich verspreche mich jetzt nicht zu viel, weil sonst tut mir das ein bisschen leid. Pua Supina noch. Pua Supina ist auch gut belastbar, ist auch relativ breitblättrig und hat auch eine helle Grünfärbung. Na, ihr ahnt es schon, auch die liegt natürlich ganz in der Nähe der Pua Anua. Ist vielleicht von der Grünfärbung ein bisschen dunkler, ich weiß es nicht genau. Das kann man jetzt stundenlang diskutieren, aber von der Blattbreite ist sie auch sehr ähnlich und von der Belastbarkeit ist sie auch gut. So, auch hier, ne, Pua Supina und Pua Anua liegen dicht zueinander, haben die gleiche Farbe. Und deswegen ist das ein... Und was natürlich jetzt hier noch fehlt, ist die Durchsetzungskraft. Und das machen wir jetzt auch hier nicht, weil das gehört ein anderes Thema rein. Die Durchsetzungskraft ist bei der Pua Supina sehr hoch und deswegen passt die gut als Gegner zur Pua Anua. Sie sieht ähnlich aus, man sieht die Pua Anua nicht und sie hat die gleichen oder ähnliche Ansprüche. Wenn man das will, ist das echt eine gute Lösung. Aber vielleicht wollt ihr ja auch was anderes. Genau, so. Gut, dann noch die Agrostis stolonifera als letztes, ist auch so mittelgrün, ist nicht so wirklich gut belastbar und ist aber auch relativ fein belättrig. Die liegt dann so ungefähr da. So, ja, auch von der Grünfärbung ist sie ein bisschen heller, würde ich sie eher da einordnen. Und so hat man mal so ein schönes Gefühl dafür, wo die einzelnen Gräser so in so einem Diagramm liegen. Das kann man jetzt beliebig natürlich mit anderen Eigenschaften kombinieren. Und ja, und ich bin darauf gekommen, weil wir zum Thema Disturbance-Theorie auch so ein dreidimensionales Bild bekommen haben, das aber nicht 3D war. Und deswegen kam ich tatsächlich auf diesen Lösungsansatz. Ja, schreibt mir mal, wie ihr es findet. Und ich gehe mal wieder raus. So, das war das Thema Gräsereigenschaften und Ansprüche. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, dieses Thema vorzubereiten. Und ja, ich bin auf eure Kommentare gespannt. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Freaks.